Ballschule des SCA Alzach veranstaltet einmal wöchentlich ein Sportangebot für Kinder im Kindergarten- und Volksschulalter mit dem Ziel, den Nachwuchs in ihrer geistigen, emotionalen und motorischen Entwicklung auszubilden. Dietmar Domig ist von Anfang an mit dabei und erinnert sich gerne an die Anfänge zurück. Ja, ich selber bin Nachwuchstrainer beim SCA Alltag und habe eine Trainervorbildung gemacht in Dornbirn. Und da hat es also eine Arbeitveranstaltung gegeben, wo zufällig ein Herr über Ballschule berichtet oder halt ein Referat gehalten hat. Und ich selber habe dann nachher eigentlich meine Tätigkeit als Trainer zurücklegen müssen, weil es einfach zeitlich nicht gegangen ist am Wochenende. Und dann habe ich mit unserer Nachwuchsleiter damals geredet und gesagt, wenn er so etwas mal machen den Alltag, dann bin ich dabei. Das ist so etwas, das mich interessiert. Ja, so ist das Ganze dann entstanden. Ein, zwei Jahre später hat mir unser Nachwuchsleiter, der Franz Stiegler, angerufen und gesagt, ja, wir möchten eine Ballschule installieren im Alltag, hättest du Interesse? Und ich, klar, mache ich, oder? Und so ist es eigentlich ja, entstanden. Wir haben dann uns zusammengesetzt und haben dann eine Kooperation mit der Gemeinde gemacht, weil wir haben eigentlich wollen, dass jedes Kind Zugang zur Ballschule hat. Ballschule klingt ein bisschen schwierig, aber Ballschule ist eigentlich ganz einfach, weil wir machen mit den Kindern eigentlich Spiele und Spaß und das vor allem immer mit Bällen. Das heißt, wenn wir im Training sind, schauen wir immer, dass jedes Kind einen Ball hat und dass jedes Kind im Prinzip in Bewegung ist. Und so ist es halt, dass die Kinder daherkommen, eigentlich erst mal in einer Sportgruppe sind, in einem Verein sozusagen, in einer Gruppe, wo sie sich kennenlernen müssen und auch einem Trainer zulassen müssen. Oder? Es ist einfach gut, wenn man früh anfängt, dass sie mal früh in die Bewegung kommen, dass sie Spaß daran haben und dann sehen sie auch, dass sie nachher dabei bleiben. Und so ist auch eigentlich alles aufgebaut. Also schon, dass wir viele gute Übungen mit Spaß verbinden, dass wir natürlich den Ball dabei haben und dass wir da eine große Vielfalt hineinbringen. Also wir tun viel mit dem Fuß, wir tun viel mit der Hand. Es geht einfach darum, dass sie sich nicht zu früh spezialisieren und dass wir schön die Breite ausbilden. This here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they get me loose. Yeah, jump out, boys. That's Nike boys hopping our coast. This shit way too big. When we pull up, give me the loot. Give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Had to hit my old town to duck the news. 2-4 hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Juice. Different color chains, think my jewelry really selling fruits. And they joking, man, know the crackers wish it wasn't news. Auch die Kinder haben sichtlich viel Spaß und freuen sich nicht nur über die liebevolle Betreuung, sondern auch über die Ausübung ihrer Lieblingshobbys. Wie gefällt's euch? Gut, wir fahren so gut. Was machen da am liebsten da mit der Ballschule? Gibt es irgendeine Übung, wo ihr beinahe super taugt? Ja, uns gefällt ganz Fußball. Bist du auch ein kompletter Fußballer? Ja. Für die Eltern der Kinder zählt die Ballschule zu einem wichtigen Konzept des Alltags. Ja, sehr gut. Ich meine, ich bin seit dem Herbst dabei und hat noch kein Training ausgelassen. Also ich glaube, das hat eh schon vieles. Also ich muss eigentlich meinen Freitag nachher in der Wüste planen, ja. Jetzt Bewegung und Spaß ist natürlich im Vordergrund, aber wie wichtig ist das auch für Elternteil, dass man sieht, dass man sein Kind auf jeden Fall so fördert? Ich glaube, das ist genau das, was ihm gefällt, weil sie machen alles mit ihm und sie sind auch ein super Team. Ich meine, sie sind 3 Trainer. Der Dietmar ist so eine kleine Vaterfigur, wo zu der Bube alles beruhigt und die 2 Jungen, die dann die Ecke umtoben. Auch der SCA Alltag soll von dem Programm natürlich profitieren und die Zukunftshoffnungen von morgen an den Verein binden. Natürlich hat der SCA Alltag auch ein Ziel dahinter, oder? Weil die meisten von deren Kinder wechseln da die U7 in den Fußballverein. Das heißt, unsere Kinder da, mit denen spielen wir im Winter Bambini-Turniere. Mittlerweile gibt es einige Bambini-Turniere im Land. Und die sind natürlich, je länger die Saison geht in der Ballschule, wir starten im September und hören im Juni auf, je länger die Saison geht, umso mehr sind die Kinder, wenn sie Fußballer, oder weil wir tun, eine Stunde lang Ballschule machen und dann tun wir hinterher noch eine Viertelstunde, 20 Minuten Fußballer mit denen, die möchten.
Und die wechseln natürlich noch alle zu sieben. Wir sehen, ich mache das mittlerweile 10 Jahre, und wir sehen halt, dass der U7-Kader von Jahr zu Jahr größer wird. Und natürlich hat es der U7-Trainer nachher da ein bisschen leichter, weil er natürlich eine Mannschaft findet, ein Team findet, das schon ein Jahr zusammen war. Es ist natürlich leichter, dann mit denen auf den Platz rauszugehen. In der Ballschule wird also viel gelacht, gesportelt und vor allem gelernt. Und der Spaß, ja, der kommt in der Volksschule Altach auf keinen Fall zu kurz. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. Woo. I did half a Xan, 13 hours till I land. Had me out like a light, 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 like a light.